um Medaillen, auch Bifaretti natürlich. Wobei ich sie jetzt eher ein bisschen als Außenseiterin einstufen würde. Sie ist eine, die noch nicht unter der 12-Sekunden-Marke geblieben ist in dieser Saison. Aber vor zwei Jahren hat sie das schon geschafft. Pasteris, Rau, Kony, Bifaretti, Zurlinden, Gutschmidt, Rudolf, Kambunchi. Da ist die Bahnverteilung von innen nach außen mit der Favoritin auf der Bahn 6. Guter Start von Gutschmidt, das kennen wir von ihr. Auch Kony vorne mit dabei. Bifaretti auf der zweiten Streckenhälfte stark Zurlinden zurück. Und es ist Melissa Gutschmidt, die gewinnt vor Kony. Und hinten Zurlinden wieder mit einem Endspurt. Ich denke, auf den letzten 20 oder auf den letzten 10 Metern hat sie Bifaretti noch abfangen können. Gutschmidt, das ist die Siegerin, die gewinnt in 11,89. Melissa Gutschmidt, 11,83, das ist die Siegerin. Jetzt ist die Zeit offiziell. Wie immer mit einem super Start. Zurlinden am Start immer ein bisschen langsamer durch ihre Größe, aber zum Schluss, da hat sie halt die Endschnelligkeit. Und Bifaretti mit einem super Zieleinwurf. Das könnte durchaus noch gereicht haben für Bifaretti.